heute für euch unterwegs im BMW, in dem Fall E91 330 Diesel. Wie ihr hören könnt, bin ich leider nicht ganz fit. Allerdings geht es ja momentan gerade wieder rum, immer kalt, warm, spielt aber aktuell keine Rolle, müssen wir trotzdem durch. 330 Diesel, wir haben 245 PS und 520 Newtonmeter. Das werden wir jetzt mal schauen, was da serienmäßig rauskommt auf dem Prüfstand. Ziel bei dem Auto oder im Schnitt liegt man nachher irgendwo so bei 300 PS und 600, 620, 630, je nach Streuung Newtonmeter. Und da wollen wir auch hin. Kundenwunsch ist natürlich das Abgasrückführventil deaktivieren. Das werden wir ihm natürlich erfüllen. Und die Aufhebung der VMAX, das ist natürlich obligatorisch bei dem Auto. Es ist leider nicht so arg viel mehr möglich, weil von der Übersetzung her nicht mehr geht. Ich glaube, wir liegen irgendwo so bei 270 oder 275 und dann ist sowieso Ende. Aber nichtsdestotrotz wird man die auf jeden Fall hochschreiben. Und dann sind wir mal gespannt, was da als Ergebnis rauskommt. Faszinierend in meinen Augen ist, dass das Auto Serie schon relativ gut läuft. Also die 30 Diesel, die machen doch Serie schon relativ viel Spaß. Das ist auch hier der Fall. In dem Fall haben wir eine Automatik. Aber natürlich, wenn nachher Datenstand drauf ist oder appliziert ist, dann macht es noch deutlich mehr Spaß, weil, schon gesagt, wir haben knapp um 100 Newtonmeter an mehr Druck, an mehr Leistung. Das heißt, das Fahrzeug beschleunigt deutlich agiler, das Fahrzeug macht auch deutlich mehr Spaß, es ist einfach elastischer. Und das ist das, was hier Kunde haben möchte. Wofür ich mich bedanken möchte, er kommt über YouTube. Deswegen auch nochmal mein Hinweis, ich werde das definitiv selbstverständlich weitermachen, auch wenn es etwas Zeit in Anspruch nimmt, aber es tut mir persönlich gut. Es macht mir Spaß, euch was zu zeigen, euch was zu erklären. Und deswegen machen wir mit YouTube definitiv weiter, solange es das Zeitliche zulässt und möglich macht. Weil man einfach merkt, dass eine Resonanz da ist, eine relativ große Resonanz sogar. Also ich möchte jetzt da nichts irgendwas beschönigen, aber es sind jetzt bestimmt schon 20, wenn nicht sogar 25 Kunden seit Ende Oktober, wo rein nur über YouTube-Videos kommen. Und das bestätigt einen natürlich. Und hier auch immer noch das Thema, es soll einfach normal und authentisch bleiben. Ja. Es wird alles alleine geschnitten, es wird alles alleine gemacht. Einfach so nah wie möglich. Und da bedanke ich mich auch nochmal fürs Vertrauen. Und das entgegengebrachte Vertrauen, das wollen wir jetzt natürlich auch unter Beweis stellen, dass man das auch halten kann oder halten können, was versprochen worden ist. Und deswegen wird man das Fahrzeug jetzt in Ruhe fertig machen. Hardware-technisch bleibt alles soweit Serie. Natürlich gibt es hier die Möglichkeit auch mit Upgrade-Turbolader etc. zu arbeiten, aber da sind wir nachher unterm Strich von den Kosten her so, da macht es Sinn, das Fahrzeug zu verkaufen und einen 35 Diesel zu kaufen, der einfach schon von Haus aus Biturbo hat, der von Haus aus schon deutlich mehr Drehmoment hat, der Motor, der von Haus aus deutlich mehr Potenzial hat, um noch ein bisschen was zu kitzeln. Deswegen will ich auch auf die Thematik gar nicht weiter eingehen. Es wäre theoretisch machbar, es wäre möglich, aber ich würde das Thema Kosten nutzen, ganz klar. Was man sagen muss, selbst Serie ist der Spritverbrauch schon relativ human bei den Autos, für das, was sie an Leistung haben. Nachher mit der Software im Teillastbereich, wenn man ähnlich fährt wie davor, Teillastbereich, dann ist es natürlich so, dass der Spritverbrauch noch mal ein gutes Stück in den Keller geht. Das ist einfach dadurch zu erklären, dass man nicht so viel Gas geben muss, dass das Drehmoment deutlich früher, deutlich mehr Drehmoment da ist.
einfach ja, nicht so viel fordern muss, weil das Fahrzeug schon deutlich früher deutlich mehr Leistung bzw. Druck auf die Straße bringt. Und deswegen ist es gleichzeitig auch noch ein Nutzen, wenn man normal fährt, dass man noch Kraftstoff einspart. Wenn ihr die Leistung abruft natürlich, dann ist es definitiv so, dass ja, kein Spritersparnis da ist. Das wäre ja auch schlimm, wenn, ja, in der Logik her. Auspuffvideo etc. sparen wir uns. Ich würde jetzt hier nachher noch kurz ein Video vom Prüfstand anhängen und noch ein kleines Fazit nachher rein machen. Jetzt stehen wir erstmal im Stau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Und dann würde ich sagen, dann war es das. Bei diesem Fahrzeug, Soundfile macht keinen Sinn. Prüfstandsvideo kommt jetzt und nach dem Prüfstandslauf wird eingeblendet die Daten vom Fahrzeug und danach würde ich sagen, machen wir kurz ein kleines Fazit zum Fahrzeug. Dann sehen wir uns gleich. Ciao. Wir haben 275 PS und 580 Newtonmeter, das heißt, wir haben schon 30 PS und 80 Newtonmeter, 30 PS und 60 Newtonmeter, sorry, mehr als Serienwerksangabe. Ja, jetzt müssen wir uns den Datenstand mal ziehen und mal anschauen. Eine Streuung von 60 Newtonmeter, auch wenn klar ist, dass die Autos etwas streuen, das schließe ich aus. Er fährt sich auch deutlich agiler, deutlich spritziger, wie man es eigentlich normal kennt von den 30ern. Deswegen sage ich, dass hier bereits schon was gemacht ist. Wird man natürlich überprüfen, das ist ganz klar. Und werden uns natürlich dann noch ans Kennfeld machen, weil es ist natürlich so, es ist mehr möglich. Ja. Das habe ich ja vorher schon gesagt, also wir liegen im Schnitt immer so zwischen 295 und 305, 310 PS, je nach Streuung, Entschuldigung, und knapp 620 Newtonmeter, der letzte lag bei 640, das ist auch immer unterschiedlich, wie er Serie schon liegt. Leider können wir jetzt explizit nicht sagen, wie er Serie liegt, sondern es ist schon, wie schon gesagt, was gemacht oder etwas gemacht, deswegen wird es für uns jetzt ein bisschen schwierig, beziehungsweise schwieriger euch zu zeigen, was ist denn möglich von Serie zu Tuning oder zu in dem Fall Stufe 1. Ja, wir werden es trotzdem probieren. Wir werden dann auch noch mal messen gehen mit diesem Fahrzeug. Machen wir aber dazu einfach ein separates Video, dass wir das jetzt einfach getrennt haben. Wir haben auf dem Hinweg gesprochen, dass wir in einem 330 Diesel sitzen, in dem Fall E91 Facelift. 245 PS, 520 Newtonmeter Serie und das Fahrzeug hat in dem Fall schon mehr Leistung. Also da ist schon irgendwas gemacht. Vom Vorbesitzer vermute ich mal, ein Kunde das weitergegeben, Kunde sagt nein, bei ihm nicht. In dem Fall vermutlich Vorbesitzer. Lass mal dahingestellt, es muss ja nicht schlecht gemacht sein, beziehungsweise es fühlt sich auch nicht schlecht gemacht an. Wir werden jedoch jetzt noch ein bisschen nacharbeiten. Kunde möchte noch das Abgasrückführventil deaktiviert haben, ausgeschalten haben. Den Wunsch werden wir auch noch erfüllen und dann sehen wir weiter. Ja? Mazda 6 wäre dann das nächste Video. Hatten wir auch auf dem Prüfstand mit dabei, aber das kommt dann in einem nächsten Video.
jetzt gucken wir mal, dass wir hier durch den Stau kommen. Und dann wünschen wir euch einen schönen und erholsamen Nachmittag. Bis bald. Ciao.